Heute stelle ich Ihnen ein wunderbares Stillleben mit Fruchtkorb an der Eiche von Abraham Mignon vor. Da breitet sich sozusagen die üppige Ernte des Herbstes vor uns aus. Mitten im Bild ein Fruchtkorb quillt über mit Trauben, Kornelkirschen, reifen Pflaumen und ganz oben thront eine Esskastanie. Und das Ganze ist scheinbar natürlich arrangiert, ist aber in Wirklichkeit höchst artifiziell komponiert. Und zwar von einem Künstler, der sich auf diese spezielle Art des Stilllebentypus spezialisiert hat, das sogenannte Waldbodenstück, auch genannt Sottobosco. Mignon stammte aus einer hugenottischen Familie, die ins Exil gehen musste, wegen Glaubensgründen, und er ist schließlich und endlich in Frankfurt aufgewachsen und hat aber eine bestimmte Glaubenslehre von Calvin vertreten. Die drückt sich auch in diesem Stillleben aus. Alles ist sozusagen im Sinne Gottes gestaltet, ist Ausdruck des christlichen Glaubens, und jedes Böse, jede Untugend trifft auch auf eine Tugend, auf etwas Gutes. Alles ist durchbalanciert in dieser Komposition, beispielsweise in den spiegelbildlichen Bezügen von Kürbis und Melone oder in einem festen Dreiecksmuster von Pfirsichen und Aprikosen. Und beispielsweise auch negative konnotierte Symbole, wie hier diese kleine Maus, die als teuflisches Unheil gesehen wird, trifft auf sein Gegenstück, den Fink, der positiv gewertet wird als Seele des Menschen. Oder hier die Schnecke als Zeichen der Wollust trifft auf den weißen Schmetterling, der eben positiv als Wiederauferstehung gelesen wird. Das Ganze natürlich als ein Symbol der Vergänglichkeit. Alles ist im Fluss, reift und vergeht und ist sozusagen von Gott gegeben.